Du kannst. Oh, dann mach doch mal auf. Oh, Gott sei Dank. Wir haben endlich jemanden, der es kann. Oh, na endlich. Na, müssen wir jetzt Backtracking machen. Was hier? Ah, Mann. Ich habe gerade nur eine Hand frei. Die andere stützt meinen Kopf, weil ich so fertig bin, dass es heute irgendwie alles x-mal von vorne machen muss. Hat er ja auch. Ja, schon, aber das ist trotzdem seine Schuld. So, Liliana, Honey. Mach auf. Was auch immer ihr wünscht. Tja, sehr merkwürdig, ne? So eine Kirchentroller, die Schlösser knacken gelernt hat. Aber gut. Von mir aus. Ich hätte ja gedacht, dass Morrigan sowas kann. Aber hey. Also gut. Ich habe da eine Frage, die ihr mir nicht beantworten könnt. Redet ihr mit mir? Jawohl. Ihr haltet euch doch für schlau. Ich habe eine wissenschaftliche Frage für euch und wette, dass ihr sie nicht beantworten könnt. Oh, das möchte ich bezweifeln. Also sagt mir, wie hieß Andrastes Ehemann? Das ist eine religiöse Frage, ja. Keine wissenschaftliche. Ihr macht Witze, oder? Jedes fünfjährige Kind könnte das beantworten. Wisst ihr nicht mehr als ein Kind? Eure Religion ist mir gleichgültig und euer Spiel ist beendet. Oh, seht die Mächtigen zu Staub zerkrümeln. Also wirklich, du kannst doch Morrigan nicht so einen Dreck fragen. Wen interessiert es? Ich weiß es auch nicht. Und ich war bei den Magiern, da waren viele Templer. Ihr könnt auch irgendwie aufhören, euch irgendwie die ganze Zeit zu prügeln. Aber auf der anderen Seite ist es ja sehr unterhaltsam. Ich habe übrigens auch dafür gesorgt, dass unsere Prinzessin nicht mehr allzu viel sagt. Ich hoffe, es stört dich nicht, aber es wurde dann doch irgendwann ein bisschen nervig mit ihrem Stubel. Aber ja, kannst du in die Kommentare schreiben, ne? Wenn du sagst, nee, Stuhl muss schon sein, dann packe ich es wieder rein. Aber ich wollte jetzt einfach erstmal, dass du ein bisschen die Klappe hält. So, wo wir dabei sind. Morrigan. Was wollt ihr von mir? Ich möchte dich was Persönliches fragen. Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Aber wenn ihr dennoch fragen möchtet, dann bitte, was ihr wollt. Warum bist du noch da, Nee? Na. Nee, weil das ist ja beides scheiße. Ich mag sie nämlich mittlerweile. Nein, ich versuch's mal damit. Und ihr seid ein Narr. Gibt es einen Grund für diese plötzliche Beleidigung? Soll ich gehen? Nein. Oh. I actually meant it as a compliment. Ja, es sollte eigentlich ein Kompliment sein. Ach so, wirklich zu freundlich. Oh, scheiße! Morrigan! Was wollt ihr von mir? Es tut mir leid. Wenn es sein muss. Wie war es, in der Korkenwildnis aufzuwachsen? Warum stellt ihr mir solche Fragen? Ich will doch von euch keine sinnlosen Informationen, oder? Ich bin nur neugierig. Zu viel Neugier hat bereits einigen sehr geschadet. Aber wie ihr wollt. Was wollt ihr wissen? Ob ich in der Wildnis aufgewachsen bin? Seltsame Frage. Wo hätte es denn sonst sein sollen? Viele Jahre gab es nur Flemeth und mich. Die Wildnis und ihre Kreaturen waren für mich realer als Flemeths Geschichten von der Welt der Menschen. Irgendwann wurde ich neugierig. Ich verließ die Wildnis, um zu erkunden, was dahinter lag. Aber immer nur kurz. Kleine Vorstöße in die zivilisierte Wildnis. Aber du bist immer wieder zurückgegangen. Würdet ihr das nicht tun? Eure Welt ist rücksichtslos und kalt. Die Wildnis ist meine Heimat. Ich gehöre von Natur aus dazu. Doch trotz aller Vorbereitung war die Realität der Zivilisation dann doch zu viel für mich. So viel war mir nicht vertraut. Ich war selbstbewusst und mutig, aber auf vieles hatte mich Flemeth unmöglich vorbereiten können.
Wurdest du verletzt? Wehgetan. Haltet ihr mich für so schwach und zerbrechlich? Nur einmal wurde ich beschuldigt, eine Hexe der Wildnis zu sein, von einem Chasen, der mit einer Handelskarawane unterwegs war. Was? Er zeigte auf mich, schnaufte und schrie dann in einer seltsamen Sprache. Die meisten glaubten, er würde mich irgendwie verfluchen. Ich spielte das verschreckte Mädchen und er wurde eingesperrt. Ich glaube, ich soll jetzt erstaunt sein, dass du ein guter Lügner bist. Ich weiß nicht, wie gut ich lüge, aber ich werde alles tun, um zu überleben. Jedenfalls konnte ich mich relativ problemlos unter den Menschen bewegen. Wie immer sie sich eine Hexe vorstellen mögen, ich sehe wohl anders aus. Natürlich gab es auch Ärger. Manches an der menschlichen Gesellschaft hat mich immer verwirrt, wie etwa die Berührungen. Warum muss man einander bei einer simplen Begrüßung anfassen? Keine Ahnung. Ja, das stimmt schon. Also warum muss man sich anfassen? Das verstehe ich auch nicht. Also sie meint, klar. Das hat sie dann wohl genervt. Aber ja, es ist halt Ferelden, ne? Ja, ja, manche malen Linien auf Landkarten, ich weiß. Die Welt der Menschen ist sicher ungemein vielschichtig, aber die Unterschiede sind doch meist minimal. Aber es gab Feinheiten, von denen mir Flemeth nie erzählt hatte. Wann man einander in die Augen sieht, wie man sich bei Tisch benimmt, wie man handelt, ohne beleidigend zu werden, das wusste ich alles nicht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber diese Hoffnung habe ich auch schon vor langer Zeit aufgegeben. Nach meiner letzten Rückkehr in die Wildnis habe ich Flemeth geschworen, nie wieder wegzugehen. Zurückgehen. Aber ich will nicht, dass sie geht. Sie soll bleiben. Sie kann sich in eine Spinne verwandeln. Naja. Ist doch ganz gut, das bist du bei mir. Ja? Dann vergessen wir doch die Bedrohung durch die dunkle Brut und den Umstand, dass der einzige andere graue Wächter außer euch eher schlichten Gemüts ist. Dennoch weiß ich natürlich die Absicht eurer Äußerung zu schätzen. Danke. Lasst uns weitergehen, bevor sich die Erde auftut und uns verschlingt, ja? Yay! Plus 2! Okay, also mit unserem Genoffel gibt's ja nichts zu reden. Leider, also schon, ne? Belly Rub, but jetzt halt nichts. Nichts in der Richtung von wegen, wie man es sonst halt. Du weißt, was ich meine. Ich am blabbling. Keine Ahnung, mir fällt auch nichts mehr ein. Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Excuse you? Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Doch. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Bauer. Dieser Marschbewohner hat mich bestohlen. Ich weiß es. Welcher denn? Was ist hier los? Wie gespeichert, oh Gott. Ist gleich los. Was ist das? Merat Astaris, Merat. Hallo? Aber ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich erinnere mich, dass die ehrwürdige Mutter diesen Mann erwähnt hat. Sie nannte ihn einen Wilden aus dem fernen Norden. Oh. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Du bist ein Gefangener. Wer hat dich hier reingepackt? Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Oh. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Ach Quatsch. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Thank you.
Hand und... Ja, die sind natürlich heftig starke Krieger, habe ich gehört. Man nennt uns so manches. Worauf wollt ihr hinaus? Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Was? Nein, Moment mal. Ihn einfach hier lassen? Ihn wie ein Tier sterben lassen? Ja, deine Küche hat sie eingesperrt. Du grausam, selbst für einen Mörder. Also sie im Sinne von... Ich möchte nicht voreilig sein, aber die Kunari sind ausgezeichnete Krieger. Wenn wir ihn freilassen, könnte er uns vielleicht helfen. Ja, natürlich. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Nein! Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Sag mir... Na, er hat ja schon gesagt, dass er es getan hat. Aber fragen wir mal, warum. Vielleicht sagt er es mehr. Ich wurde wegen Mordes verurteilt. Haben euch die Dorfbewohner das nicht erzählt? Ja, dich zu fangen muss schwer gewesen sein. Es ist nicht schwierig, eine Beute zu fangen, die sich ergibt. Was sich ergeben? Ich habe mehrere Tage auf die Ankunft der Ritter gewartet. Warum? Weil ich es so wollte. Aber das ist merkwürdig. Wenn ihr kein Bedauern kennt, habt ihr entweder ein beneidenswert schlechtes Gedächtnis oder ihr führt ein erbärmliches Leben. Also, wen genau hast du jetzt getötet? Die Bewohner eines Bauernhofs. 8 Menschen sowie die Kinder. Und du bist schuldig. Fragt ihr, ob ich mich schuldig fühle oder ob ich für die Tat verantwortlich bin. Egal, was ich fühle oder getan habe, mein Leben ist verwirkt. Wie lange bist du jetzt hier? Seit 20 Tagen. Oh! Aber es wird nicht mehr lange dauern. Höchstens noch eine Woche. Das ist recht lange ohne Wasser. Und essen? Das mag vielleicht für eure Art gelten. Soll ich dich rausholen vielleicht? Ich tue Buße, indem ich sterbe. Es gibt noch andere Wege. Vielleicht. Was hieltet ihr in eurer Weisheit denn für angemessen? Du könntest mir helfen. Wir kämpfen gegen die dunkle Brut. Die Verderbnis? Ja. Dann seid ihr ein grauer Wächter. Ja. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. So, soll ich diese komische Tante da fragen, ob sie dich freilässt? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Ja. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert? Nein! Von der dunklen Brut, du musst doch jetzt zu der Frau, Mensch. Niemand verdient dieses Schicksal. Nicht einmal ein Mörder. Ein reumütiger Mann soll von der dunklen Brut in Stücke gerissen werden? Das ist ein perfektes Beispiel für die Barmherzigkeit der Kirche. Ja. Findet ihr nicht? True. Okay, den holen wir da jetzt raus. Hoffentlich kann er auch Schlösser knacken, weil Liliana nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Problem mit der Kirche. Ich meine, ja gut, Alistair haben wir auch, aber den brauche ich halt, weil der kann ziemlich gut drauf haben. Das ist wichtig. Aber gucken wir mal. Also auf zur Mutter! Jetzt habe ich jedes Mal Schiss, dass es wieder zusammenbricht.
An meinem Computer liegt es nicht. Es liegt in den ganzen Mods. Es heißt, eure Mutter sei Flemeth, eine Hexe aus der Corkery-Wildnis. Es heißt auch, wer sich die Füße im Winter wäscht, bekommt eine Erkältung. Obgleich wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Aber manchmal stimmt es auch. Wie etwa in diesem Fall. Kennt ihr die Geschichten über... Natürlich. Denkt ihr, meine Mutter lässt mich gehen, ohne mir sämtliche Schwänke ihrer Jugend zu erzählen? Meine Mutter hat mir auch Geschichten erzählt. Sie hat als einzige meine Vorliebe für alte Sagen und Legenden gefördert. Die Geschichten meiner Mutter ließen mir das Blut stocken und bereiteten mir Albträume. Oh. Kein kleines Mädchen will hören, wie ihre Mutter Wilde mit ins Bett nahm. Sie kratzte, bis sie nicht mehr konnten und sie dann tötete. Und kein kleines Mädchen will hören, dass das auch von ihr verlangt wird, sobald sie im richtigen Alter ist. Ich verstehe. Nein, tut ihr nicht. Wirklich nicht. Gut. Und als der Erbauer sprach, breitete sich der Gesang des Lichtes. Yo. Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Ich will den Kunari haben. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Ich brauche ihn. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Überreden und lügen. Ja, bring ihn zurück zu seinen Leuten. Wozu sollte ich? Ich könnte sie einschüchtern. Das werde ich jetzt auch tun. Wir bedrohen jetzt Priesterinnen? Ja! Das ist ein Spaß. Moment, die Sache muss doch nicht aus dem Ruder laufen. Was soll das bedeuten? Ihr droht mir tatsächlich Gewalt an? Hochwürden, bitte! Wir sind auf einer wichtigen Mission. Ich flehe euch an, übergebt uns den Kunari. Verstehe. Und wenn nicht, bringt ihr mich dann um? Ja. Ist es so weit gekommen? Nein, Hochwürden. Das würde ich niemals zulassen. Mich beschäftigen wichtigere Angelegenheiten. Hier, nehmt den Schlüssel zum Käfig der Kreatur. Nehmt und kehrt nicht zurück. Anstrengend. Och, Alistair, auf zu heulen. Hauptsache Morrigan mag mich. Ich kümmere mich darum. Leliana! Und wenn sich der Gesang selbst du kriegst es nicht auf. Der Welt erhebt, dann möge er endlich bis zu den Ohren des Erbauers. Das kriegst du. Ja, natürlich. Schön. Uns möge der Erbauer dann in die schwarze Stadt. So, ist hier sonst noch was? Nee. Gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ja, unbedingt. Geh raus da. Fort vertreibt die Dunkelheit, die uns bedroht. Und als der Erbauer sprach. So. Aha, mein Süßer. Gut, weiter geht's. Dann holen wir jetzt unseren Freund. Stan ist irgendwie ein merkwürdiger Name für ihn. So ein... Fällt gerade kein Wort ein. Also, verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich wurde vor meinem Gelübde für die Grauen Wächter rekrutiert. Habt ihr es je bereut, die Kirche verlassen zu haben? Nein, niemals. Ihr etwa? Ja, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber ich habe dort Frieden gefunden. Eine Art Frieden, die ich zuvor nie gekannt hatte. Im Kloster war es oft so still, dass ich anfing zu schreien, bis einer der Brüder herbeigelaufen kam. Ich sagte, ich wolle nur überprüfen, ob noch jemand da sei.